So, ich habe mal mit der Aufnahme passt das. Ich habe jetzt ganz schnell die Aufnahme gestartet hier. Ich habe nämlich eine neue Map gefunden, also neues Map Pack durchs Internet. Und zwar das hier: Operation Leco Mio, Operation Iraq. Iraq ist ja diese Fantasiefirma von Doom. Ja. Und das ist echt nicey dicey. Oh, dementsprechend werden wir genau das jetzt mal spielen. Ich muss mal jetzt gucken. Jetzt bin ich raus. Was sucht denn jetzt eigentlich gerade überhaupt? Record. Und dann einmal Rüttel du, bla bla bla, deine Mutter. Genau. Und da. Das muss raus. Und dafür muss Operation Iraq Episode 1. Ist auch noch Work in Progress, also Episode 1 ist wohl irgendwie schon fertig, aber halt nur Episode 1, sind 8 Folgen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich die ersten 8 Folgen überhaupt alle dann spielen werde, weil die erste Folge, da war ich jetzt praktisch schon halb fertig. Die hat mir halt schon so gut gefallen, dass ich gesagt habe, gut, breche ich direkt ab und schaue direkt ein Let's Play. Weil wegen ist geil. Ultra Violence, das ist zum Level and all. So, ja. So, so. Ist nämlich sehr detailreich, die Map, was ich ultra geil finde. Weil ich mag ja so, also schwierige Maps, schön und gut, kann man sich mal ein bisschen verausgaben. Einfache Maps, okay, aber ich persönlich mag eher so diese Maps, die wirklich so schön detailreich sind, die so schön in die Atmosphäre praktisch gehen. Das ist eher so mein Steppenpferd. So, Operation York. Rodelum 21. Crashed Land. Okay. So, die ersten Tickets kenne ich natürlich. Die ersten Tickets kenne ich natürlich auch schon. Einmal hier. Einmal hier oben. Na komm. Dann ist hier Rüstung. Ich glaube unten auch. Also deswegen die ganzen. Ah, das sieht so ultra geil aus. Aha. Da wird sich aber die Gamer freuen. Was? Kein Hit mehr, gar nichts? Doch, hab ich auch hier einmal. Alter. Brutal, das klingt, ey. Das ist ja. Den zu schlagen, tut ja fast schon im Herzen weh. Ach so, was mir noch fehlt? Dankeschön. So. Okay. Ja, hier habe ich gescheatet letztens. Mache ich jetzt auch nochmal. Einfach just for fun. Ist ja jetzt kein richtiges Let's Play, sondern einfach nur so reinschnuppern, weil ist ja sowieso Work in Progress. Was sollte ich? Genau. No clip. Genau. So, mal schnell befreit. So. Fuck! Voll getroffen. So, hier kann ich auch schon die ersten Sequels, und zwar hier. Und dann das hier, das ist aber kein offizielles Sequel. Gut, der hat man ja auch gesehen, weil ja hier eine richtige Tür. Hat der Tropfen für mich angefühlt ein Sequel. So, hier kommt dann die rote Karte. Das weiß ich mittlerweile auch schon. Alter, wie geil das einfach aussieht hier. Also man sieht auf jeden Fall schon, wir sind irgendwie in einem Schiff, was auf dem Mars gelandet ist oder auf einer etwas merkwürdigen Erde gelandet ist. Ey, warte mal, das gibt hier neue Symbole. Oh, die Symbole kenne ich ja noch gar nicht. LOL. Sind die jetzt neu in Brutal Doom oder sind die jetzt einfach nur von dem Map-Pack hier? Dürfte aber eher vom Map-Pack sein. Das sieht auch geil aus. Das ist einfach so viel Liebe zum Detail hier mal wieder. Das ist einfach. Ach, geil. Ich mag sowas. Ich feiere sowas. Was mich auch gefreut hat, wo waren das? Genau hier. Guckt euch einfach diese Tür an.
wie ultra geil drauf liegt, dass die Kugel so damaged ist. Es ist einfach so, ja, es ist zwar so ein bisschen lala, aber es sieht einfach unglaublich geil aus. So, hier können wir dann raus. Und zwar mal, denke ich einfach mal. So, und hier bei der roten Tür. Bis hier bin ich halt gekommen. Und ab da komme ich, habe ich dann aufgehört. Also ab jetzt bin ich ganz blind. Also kein Plan, wo es weitergeht. So. Bisschen Kabel hier raushängen. Stromschlag hier kriegt man nicht. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Map das war. Irgendein Map-Pack, da hat man, wenn man unter diesem Kabel stand, hat man richtig Schaden bekommen. Oder verwechsel ich das gerade mit Half-Life? Kann natürlich auch sein, dass das nur bei Half-Life so war. Aber meiner Meinung nach hat doch irgendein Map-Pack. Klimmer hier! Noch mehr? Ah, wir haben Uzi. Das ist aber lieb. Okay. Ich gehe jetzt mal in den anderen kleinen Raum und gucken, was hier ist. Ich habe doch nicht mal geguckt, ob das jetzt hier mit dem Auto überhaupt stimmt. Naja. Boah. Hä? Warum eine Frau? Hä? Ich bin krass verwirrt. Gehört ihr zum Map-Pack oder gibt es im Brutentum auch weibliche Ärzte? Also hier, Laboratorinnen. Schrecklicher, geil, Alter. Schrecklicher Name. Ist das krank einfach? Boah, Alter. Gut, okay, also hier können wir weiter. Dann gehe ich mal doch erstmal in den großen Raum, oder? Nee, ich werde mal hier rein. Wir sollten doch mal speichern. Ist hier gerade relativ safe. Hoffe ich zumindest, weil das hier nicht gerade der safe aussieht. Alter, ist das geil. Puh, schon krank. Oh, Gasleitungen. Okay. Na, komm mal nicht hin. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber glaube, ist diese Map doch auch darauf ausgelegt, dass man hier springen muss und kriechen muss. Hat man ja auch hier bei der Tür gesehen. Hier komme ich auch normalerweise gar nicht rein, sondern hier muss ich wirklich kriechen, um reinzukommen. Ist also völlig legitim, wenn ich hier rumspringe. Aha, das ist auch wieder ein Raum. Wow! Aha. Oh! Ein blaues Kärtchen. Da muss ich hin. Ach, es ist Exit. Jetzt ist schon am Exit? Ja doch, wir haben 20 von 21 Gegnern besiegt. Ja doch, wow, okay. Da hatte ich da wirklich schon nahezu komplett durchgespielt. Gut, aber blaue Schlüsselkarte, das ist definitiv nochmal etwas Besonderes. Frage ist für was? War hier was Blaues? Ah, ja. Das haben die geklaut von, also jetzt nicht im bösen Sinne geklaut, sondern im guten Sinne geklaut, von der neuen Kampagne für Project Vitality. Die haben nämlich auch sowas eingesetzt. Sieht ultra geil aus. Wow. Gut, ist das schon Kampf? Ach ne, haben wir nicht mehr. Wurde uns ja dank meiner Intelligenz entwendet. Okay, 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 okay. Eigentlich wollte ich heute gar nicht aufnehmen, weil es Weihnachten. Aber gut, bei dem Map-Pack hier. Lecko Mio. Ey, Quatsch, halt, wir mussten da rein. Ja, ja, ja. So, dann würde ich mal sagen, achso, okay, dachte schon, es kommt noch eine Falle oder sowas, Alter. Das wäre es ja gewesen. You have entered the planet's surface. Also, du hast praktisch die Oberfläche von dem Planeten erreicht. Die Umgebung sieht normal aus, außer dass die. Hä? Ja, gut, okay. Ein bisschen Widerspruch von sich. Also, die Landschaft sieht normal aus, außer dass sie komplett höllisch aussieht.
Ja, was gestern heißt, weiß ich gerade gar nicht. Also, oh, kann meine Maus gar nicht bewegen. Was das Wort hier bedeutet, weiß ich gerade gar nicht. Da merkt man mal wieder, dass mein Englisch gar nicht so gut ist. The ship doesn't seem to be going. Also, das Schiff sieht nicht fahrbereit aus, also flugbereit. Yeah, there's a lot for all survivors and continue the mission at hand. Good luck for that. Okay, also, wir sehen uns wohl im nächsten Level nach anderen Überlebenden um. Um dann unsere Mission weiter fortzuführen, sozusagen. Ja. Dann würde ich mal sagen, machen wir genau das in der nächsten Mission 2. Base. Oh! Wir haben wohl einen gefunden. Na gut, das sehen wir in der nächsten Map. Ich gucke erstmal, ob das überhaupt mit dem Audio gestimmt hat. Habt ihr mich jetzt gar nicht kontrolliert? Gut, na dann, sehen wir uns vielleicht gleich. Oh, ich habe die 01 hinten vergessen. Ha, muss ich gleich mal umbenennen. Okay, schau mit V.